Moin Moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Cozy Grove. Und ja, ein neuer Tag in Cozy Grove und auch neue Quests wieder hier in Cozy Grove, die wir uns gleich mal abholen werden. Zuerst bei Charlotte. Hey, ich habe letzter Zeit ein paar wundersame Ereignisse in der Natur beobachten können. Zwei Rehkitz mit weißen Ohren labten sich an Himbeeren. Ein Zaunkönig baute sein Nest. Und ein Mitglied der Geistfinder erledigte Aufgaben für meine Mitgeister. Du musst unterdessen schon einige Verdienstabzeichen gesammelt haben. Ich will ja nicht angeben, aber ja, ich schwimme in Abzeichen. Schlürf. Nachdem ich mein 40. Verdienstabzeichen erhalten hatte, änderte sich in meinem Leben als Geistfinderin für immer. Komm wieder, wenn du so viele erhalten hast wie ich, dann erzähle ich dir mehr. Ja, haben wir locker, wir haben schon mehr als 40. Können wir gleich abgeben bei ihr. 40 Verdienstabzeichen, darauf kann man stolz sein. Als ich mein 3. Abzeichen erhielt, sah ich endlich einen echten Geist. Schlürf. Es war nicht leicht, ich habe immer wieder versucht, das Feuer zu entzünden. Aber es wollte einfach keine Funken entstehen. Dann dachte ich an meine ältere Schwester. Ich hatte eine kleine Bärenfigur aus Holz, die sie mir noch zu ihren Lebzeiten schnitzte. Ich legte diese Figur in die Feuergrube und zack, die Flammen begannen zu lodern. Im Schein des Feuers sah ich eine Gestalt auftauchen. Es war der Geist meiner Schwester, eine Bärin, bedeckt von Laub und Zweigen. Es war schrecklich, ganz anders als ich erwartet hatte. Was ist mit dir passiert? Rief ich. Lass mich dir helfen. Aber anstatt zu antworten, verschwand sie im Wald. In der gleichen Nacht habe ich mein Abzeichen für das Feuermachen erhalten und ich habe eine neue Aufgabe gefunden. Deine Schwester zu helfen? Alle verlorenen Seelen von Cozy Grove zu retten. Einmal Geisterholz wieder. Und ein Physalisstrauch. Sehr schön, können wir gut gebrauchen. So, Flammi, gehen wir mal gleich. Oh, die Tiere haben ja alle Hunger. Das machen wir später. Aber erstmal würde ich sagen, holen wir uns die ganzen Quests ab. So, noch 10 Stück. Dann bin ich voll. Weiter geht's. Mal gucken, ob jetzt Captain Prachtschnabel für uns eine Quest hat. Oh, hier ist ein Fisch drin. Den muss ich mal angeln. Aber erst gucken, dass er noch ein bisschen weiter zurückgeht. Nicht, dass ich ihn gleich den Schwimmer hier ins Gesicht werfe. Das war zu schwach. So. Nein, jetzt dreht er sich ab. Komm her. So. Ich darf ihn nämlich nicht zu dicht ranwerfen. Dann erschreckt er sich. Ich glaube, ich muss ihn mal neu einwerfen. Es sei denn, er dreht sich jetzt noch ein bisschen nach... Ne, ich ziehe die mal lieber wieder raus. Und stelle mich mal hier hin. So, jetzt aber. Ja. Sehr gut. Gucken, was da drin ist. Vielleicht ein neuer Fisch, den wir noch nicht haben. Ah, den haben wir schon. Ein Fangzahnfisch, genau. Den haben wir schon. So, weiter geht's. Prachtschnabel hat für uns eine neue Quest. Sehr gut. Mal gucken. Ahoi! Ja, hallo? Ach, dich meinte ich nicht, Seeratte. Ich spreche mit meinem gefiederten Freund. Krächz. Stimmt, Polymer. Hast recht. Bis jetzt war ich ziemlich steusch. Ein schweigsamer Captain, der nicht mehr gesagt hat, als unbedingt nötig. Aber damit ist es jetzt vorbei. Es wird Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle. Sie reiht sich ein in die Reihe nautischer Epen. Voller tragischer Metaphern und Sätze, die mehr Windung haben als ein Seemannsknoten. Moment, wo war ich stehen geblieben? Hatte ich überhaupt schon begonnen? Krächz, harr. Ich habe mir so oft ausgemalt, wie ich diese Geschichte erzähle. Es war immer so eindringlich und dramatisch. Aber jetzt wird mir klar, dass was fehlt. Was Wichtiges.
Rechts. Hast recht. Ich bin sicher, dass die Antworten mit der Zeit von alleine kommen werden. Oh, das war's schon. Okay. Wir müssen nichts besorgen für ihn. Aber sein Herz hat sich ein bisschen gefüllt. Das ist doch schon mal gut. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis wir hier alle Herzen gefüllt haben. Ja. Wir haben jetzt die Hälfte gerade. Gerade mal von ihm. Wobei wir ja eine Quest wirklich bei ihm sehr, sehr lange hatten. So, Jeremy. Meine Familie. Ja, die Erinnerung kommt langsam zurück. Ich hatte eine Frau und einen Sohn. Ich kann fast sein Lachen hören und den Stoff ihrer gelben Lieblingsbluse spüren. Aber einige Details sind noch verschwommen oder im Dunkeln. Ich wünschte, ich könnte sie wiedersehen. Familienfoto, das haben wir. Das geben wir ihm gleich. Dieses Bild, das ist sie. Meine Familie. Oh. Süß. Und jetzt erinnere ich mich, mein kleines Bärchen liebte meine Erfindungen. Ich wollte ihm etwas ganz Besonderes bauen. Also habe ich meine Liebe zu Uhren und Vogelhäusern in einem Projekt vereint. Und begonnen, eine Kuckucksuhr für sein Zimmer zu bauen. Einmal Geisterholz. Sehr gut. Und ein paar Münzen. So, wir gehen aber erstmal weiter, bevor wir Flammi das Holz bringen. Gucken, was Francesca möchte. Einer meiner Eiben ist in letzter Zeit so traurig. Ich denke, dass ich ihre Stimmung mit ein paar goldenen Blättern aufhellen ließe. Ah, jetzt müssen wir goldene Blätter sammeln. 7 Stück. In der Nähe eines Festballons. Ja, das ist bei der Bürgermeisterin. Müssen wir eh jetzt hin, um die Quest abzuholen. Diese Wichte haben mir das Einzige geraubt, was mich durch den Tag bringt. Na, Kaffee, was auch sonst. Besorgen wir dir 2 Stück diesmal. Okay. Und hier soll irgendwo schon ein Blatt liegen. Ja, ich sehe es schon. Das nehmen wir gleich mit. Suche danach in der Nähe einer Plane. Das kann hier vorne nur sein bei Jeremy. Genau, da ist das Blatt auch schon. So, das nächste. Suche in der Nähe eines Bootes. Hast du schon die Stockhügel durchsucht? In der Nähe eines Bootes, das ist hier. Also in der Nähe eines Bootes ist hier. Ah, vielleicht liegt das auch hier hinter. Also hier müsste man das eigentlich gut sehen können, da ja hier alles in Farbe ist. Hier ist noch eine grüne Muschel. Flache Disonie, die haben wir glaube ich noch gar nicht. Nee, die können wir gleich spenden. Das machen wir auch gleich. Die geben wir ihm mal gleich. Dann ist die nämlich raus. So, hier hast du. Oh, wie hübsch. Wird sofort archiviert. Genau, oha, Muscheln. Noch so viele. Oh, 2 Quarzedelsteine. Es sind noch so viele Muscheln. Wahnsinn. 194. Was? Okay. So, weiter geht's. Wir suchen nach dem Blatt. Ah, könnte hier vielleicht versteckt sein. Ja, da ist es. Sehr gut. So, such danach in der Nähe eines Boots. Hast du die Stockhügel schon? Oh, das ist, muss auch hier sein. Ich lauf mal hier weiter. Da unten ist noch ein Fisch, den angel ich mir mal gleich. Das ist zu doll. Mal gucken, wo er hinschwimmt. Na, hat er den gesehen? Na, kurz warten noch. Wenn er jetzt nochmal nach vorne stößt. Ja, nee. Okay, gut. Dann. Nochmal neu. So, am besten hier so. Ah, das ist zu zaghaft. Ich könnte ruhig noch ein Stück weiter ran. Oh, jetzt ist er hier ganz vorne. Das ist zu doll, oder? Nein. Passt. Komm, sei was Neues. Wir brauchen neue Fische. Unentdeckte Fische. Jawohl. Mal gucken. Oh, ist ein Rezept.
Hervorragend. Anleitung, Gießkanne. Sehr cool. Die lernen wir mal gleich. Das ist eine Deko. Und können wir bei Jeremy herstellen. Für nur 4 Äste. Das ist aber wenig Baumaterial. So, jetzt laufen wir das hier nochmal weiter ab. Und suchen nach dem goldenen Blatt. Wenn wir das jetzt hier nicht gleich finden auf Anhieb, gehen wir erstmal weiter. Aber auch in der Nähe eines Boots. Vielleicht war das vorhin auch gar nicht das eine, was wir da finden sollten. Also ich sehe jetzt erstmal auf Anhieb nichts. Könnten aber erstmal die anderen Quests abholen. Von unserem Postmann her. Ein wunderschöner Tag heute, nicht wahr, Posthelferchen? Und sieh da, mal wieder bin ich an meinem Schreibtisch gekettet. Ich nehme an, meine geisterhafte Bestrafung ist es, dieses tolle Wetter zu genießen. Allerdings machen es mir die Ketten schwer, Pakete einzusammeln. Könntest du mir da vielleicht helfen? Na klar, wir helfen dir immer doch. So, ab zu Arion. Oh, da ist ein Wicht. Der läuft vor uns weg. Schnell einfangen. Und der hat schon das erste Paket. Oder Geschenk, besser gesagt. Du hast nicht zufällig meine Werkzeuge irgendwo herumliegen sehen, oder? Ich versuche, mein Wohnmobil zu reparieren. Ach, Arion. Ein und sein Werkzeug. Okay, wo finden wir das denn? Irgendwie erinnere ich mich an so ein Teil. War bei einem Baum mit einem Bienennest. Ein Wicht hat diesen Gegenstand. Oh, hier ist doch das nächste Paket. Sollen wir uns gleich... Was? Wir sind voll. Oh, wir haben zu viele Muscheln. Komm, die verkaufen wir gleich. Die verkaufen wir mal gleich. Richtig cool, dass es jetzt mehr Geld gibt für die Muscheln. So, wir könnten auch einmal nochmal Knochen verkaufen, an ihm verkaufen. Da haben wir einfach zu viel von. Das brauchen wir gar nicht. Okay. Wir gucken gleich, was er im Inventar Neues hat. Aber erstmal machen wir die ganzen Quests fertig. Und wir brauchen auf jeden Fall Holz. Ich habe wieder so eine übelst fette Quest gekriegt. Und zwar für unsere Meistermachete. Brauche ich 30 Holz und 5, also 30 Hartholz und 50 Weichholz. Oho, das dauert auch noch ein bisschen, bis ich das fertig habe. Oh, hier liegt so eine, die Vase hier so verdächtig. Da ist doch bestimmt irgendwas drin. Genau, ein goldenes Blatt. So, hier ist der Wicht. Komm, wo willst du hin? Bleib stehen. Gib mir den Schraubenschlüssel. Sehr gut. Wir können auch gleich zu Kleid mal runter. Allison hat für uns nichts. Haben wir da noch was offen? Nee, die hat für uns heute keine neue Quest. Okay, dann gehen wir mal zur Kleid. Du bist schon weit gekommen, Kind. Ich bin stolz auf dich. Wir sind fast bereit. Dir fehlt noch die Zertifizierung. Das müssen wir ändern. Die Zertifizierung läuft über Herrn Kidd. Und eine Schutzgebühr fällt auch noch an. Wer Geld machen will, muss Geld in die Hand nehmen. Stimmt doch, oder? Oh, wir müssen uns eine Zertifizierung holen. Kauf mir die Sachen im Laden von Herrn Kidd. Eine Urkunde. Machen wir. Wir bringen erstmal Ayu und den Schraubenschlüssel, würde ich sagen. Oh. Es sind ganz viele Früchte dran. Das ist gut. Wir brauchen Früchte. Nicht unbedingt, aber Holz brauchen wir. Danke, ich frage mich, ob das alte Mädchen jemals wieder fahren wird. Na klar, Arion. Oh, neues Rezept. Oh, das ist ja richtig viel hier. Was uns gegeben hat. Mensch. Ich muss mal hier was rauslegen. Und das Rezept einsammeln. Gucken, was das ist. Anleitung, große Topfpflanze. Legendär. Ui, ein legendäres Rezept. Mal gucken, was er dafür haben will. 30 Äste, ne?
Das gucken wir uns nicht mal an, aber Blockhütte ist immer in Braun irgendwas gehalten, glaube ich. So, die Rübe müssen wir erstmal liegen lassen. So. Ja. Das müssen wir ja noch bebauen. Das mache ich später. Das mache ich später hier. Okay, wir müssen zu Herrn Kit, genau. Hier ist auch noch ein Baum. Bei Arjun. Wie sieht denn unser Platz aus? Unser Inventar. Ja, wir bringen erstmal was weg. Das ist mir ein bisschen zu viel. Hier liegt ein Furzkissen auf dem Campingstuhl. Oh Gott. Ist das witzig. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Was verbrennen? Erstmal? Ne, erstmal geben wir Flammi hier das Holz. Zwei spürt er noch. So, dann verbrennen wir jetzt mal hier die Fische. So, und die Physalis hier unten auch. Dann packen wir noch ein bisschen was ins Lager rein. Ich könnte eigentlich mein Lager auch mal erweitern. Mein Lagerplatz, mein Zelt. Kostet 200.000 alte Münzen. Weil jetzt habe ich erstmal 0. Guck, ob ich das reinkriege. Siehst, wusste ich. Kriege ich das wenigstens rein? Ja, das kriege ich rein. Das kriege ich rein. Das kriege ich rein. Die Äste kriege ich rein. Nee, das nicht. Das wird schon eng langsam. 200.000. Wie viel haben wir? 171.000. Wir könnten ein paar Quarz-Edelsteine könnten wir verkaufen. Ein bisschen Geld machen, damit ich mein Lager erweitern kann. Ich glaube, 24 Lagerplätze kriegen wir dann. Bei der nächsten Stufe. So, Herr Kit, genau. Einmal Geisterholz, auf jeden Fall. Das Zertifikat. Da unten ist es. 10.000? Uiuiui. Ganz schön viel. Aber brauchen wir ja, um die Quest abzuschließen. So, jetzt gucke ich mal. Genau, Eier hat er. Rotwild, Jung und Waldig. Ein Sonnensystemmodell. Sieht cool aus. Für Adepten der Astronomie. Dann haben wir hier... Oh, der sieht ja gruselig aus. Ein Beistelltisch mit einem... Was ist das? Ein Totenschädel von so einem Bären. Okay, gruselig. Turmfackel. Eine Sauna. Wie geil ist das denn? Oh, ein Zaun. Der sieht cool aus. Ah, das ist auch nochmal ein Zaun. Den hatten wir schon mal. Aber der sieht ja cool aus. Kaufen für Halbedelstein. Wie, Verein? Verein Halbedelstein? Aber da haben wir nur den einen, ne? Ich kauf den mal. Okay, mehr hat er nicht. Guck mal an Kleidung, was er da Neues hat. Ja, die Buhmütze in Grau. Haben wir die schon? Ja, die haben wir schon einmal. Ein einfaches T-Shirt. Gestreifter Schal. Jetzt Bomberjacke. Die sehe ich jetzt nicht, aber die kaufe ich. Bomberjacken sind cool. Möchtest du den Kaufengegenstand jetzt anziehen? Wollen wir den gleich anziehen? Ja, habe ich. Gucken mal. Vielleicht ändern wir auch nochmal unsere Sonnenblume hier heute. Das ist ein Pullover. Ein Cardigan, sorry. Ein Cardigan. Rock mit passender Bluse. Auch süß. Ein gruseliges T-Shirt. Oh ja, das nehmen wir mit. Das ziehen wir aber nicht gleich an. Aber eine coole Brille. Ein Barett. Ah, das Barett passt doch cool dazu. Zu der Bomberjacke. Das nehmen wir auch. Und ziehen wir auch gleich an. Okay. Und eine neue Brille vielleicht? Ja, wir nehmen halt die mit. Die ziehen wir auch gleich an. Sehr schön. So, was hat er an Frisuren? Einmal langwelliges Haar, langes glattes Haar, Gothic-Frisur. Sieht auch cool aus. Hat was. Nehme ich vielleicht sogar. Dann hier die Cornrows. Kurzes Haar mit einer ausrasierten Seite. Ach, mit so einem hier Undercut oder was? Ja, cool. Mittellanges, lockiges Haar. Kurzer Schnitt. Und Afutut. Ich glaube, wir nehmen entweder das oder das. Was passt denn am besten? Lila? Oder das Gelbe, ja. Ich nehme mal das Lila, ne? Sieht ganz cool aus. So. Genau, jetzt können wir zu
Kleid wieder gehen und ihm das Zertifikat geben oder was auch immer das sein soll, was er da haben will. Urkunden des positiven Denkens. Absolut echt. Kit war sehr skeptisch und hat nicht geglaubt, dass das Ding sich für einen so hohen Preis verkaufen lässt. Aber ich habe ihm gesagt, Kit, Kumpel, ich bin mir sicher, dass du es verkaufen kannst. Und ich bin mir sicher, dass du den Gewinn mit mir 70-30 teilen wirst, wenn ich recht habe. Kit teilt meine Gewissheit nicht. Aber für eine gute Wette ist er immer zu haben. Soll das heißen, wir kommen ins Geschäft? Dritte Lektion steht ja schon auf dem Zertifikat. Positivität ist Magie. Du wärst überrascht, was die Leute alles kaufen, wenn du ihnen ein gutes Gefühl vermittelst. Klar, du könntest sagen, dass ich dich verleitet habe, ein sehr teures Stück Papier zu kaufen. Aber ich würde es eher so formulieren. Du warst ein wichtiger Investor, der die Finanzierung vorerst gesichert hat. Ui. Oh, wir bekommen ein Geisterholz von ihm, das ist gut. So, ich quatsche ihn gleich nochmal an. Vielleicht hat er jetzt ja, vielleicht verkauft er ja auch irgendwas. Ah, man kann bei ihm einmal Haare schneiden. Wie cool ist das denn? Was sagt dein Style über dich aus? Boah, krass. Der hat ja noch viel, viel mehr Frisuren hier. Richtig cool. Aber die können wir jetzt leider nicht alle sehen, weil wir einen Hut aufhaben. Mal, kann ich den absetzen in meinem Inventar? Nee. Schade, das wäre natürlich cool, dass man... Vielleicht kommt das ja auch irgendwann noch, dass wir nicht immer zu unserem Lager müssen, um jetzt Klamotten zu wechseln. Dass man das auch hier aus dem Menü heraus machen kann. Das wäre auch cool. Aber cool. Man kann bei ihm Haare schneiden. Ja, sehr schön. Ein paar Frisuren sind ja dabei. Ein paar coole. Vielleicht kommen auch noch mehr dazu. Mal gucken. Okay. Dann haben wir das fertig. Dann bringen wir mal Flammi schnell Geisterholz. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem Kaffee, nach den Blättern und nach den Geschenken, die wir noch offen haben. Noch 8 Stück. Ja, wir haben noch ein Geisterholz für dich. Beruhige dich. So, noch 7 Stück, dann bin ich voll. Ja, ich spüre für heute keine Geisterhölzer mehr. Wir sollten morgen wiederkommen. Ja, genau. Das andere sind ja jetzt ja nur noch zeitbasierte Quests. So, mal gucken. In der Nähe eines Hohlenbaums gesehen. Ein Wicht hat diesen Gegenstand. Das kann nur hier oben sein. Da ist er auch schon. So langsam merkt man sich die Standorte. Das ist ganz, ganz cool. Einige muss ich, da muss ich immer noch überlegen, weil die einfach zu selten kommen. So, was haben wir jetzt? Mein Nachbar meinte, das Ding sei bei einem Teich. Durchsuche die Bruchstücke einer zerbrochenen Urne. Ah, das haben wir schon, das haben wir eben schon gemacht. Ist hier oben noch eine Urne? Na, wir gucken mal. Teich ist ja einmal... Hier oben ist ein Teich. Ah, da liegt sie auch, die Urne. Genau. Sehr gut, wir haben alle Geschenke, alle einfachen Geschenke. Jetzt fehlen uns noch Waldgeschenke, 2 Stück. Ich dachte, ich hätte das Ding hier irgendwo gesehen. Vielleicht bei einem Haus am Strand? Begraben unter einem Laubhaufen. Ein Haus am Strand. Aber haben wir ein Haus am Strand? Mal gucken, unter einem steht da Laubhaufen. Nein, er zeigt das Paket rausgelegt. Nein, das wollte ich nicht. Liegt unter einem Laubhaufen. Am Strand ist doch kein Laubhaufen. Ich habe am Strand noch nie einen Laubhaufen gesehen. Oder ist das einfach nur in der Nähe? Vielleicht bei einem Haus am Strand. Oh, hier liegt noch eine Muschel. Nehmen wir noch mit. Also ich gucke hier mal bei Captain Bratschnabel, aber hier ist kein Laubhaufen, auf keinen Fall. Und bei Octavia, die wird sowas auch nicht haben. Die hat ja auch kein Haus eigentlich. Die wohnt ja offen, quasi.
Aber hier ist ein Wicht. Den nehmen wir mit. Haha, du kannst nicht abhauen. So, was hast du für uns? Ah, den ersten Kaffeebecher. Ich bin gefangen. So, den ersten Kaffeebecher haben wir schon mal. Hier unten ist ein Laubhaufen. Tatsache. Okay. Habe ich noch nie gesehen. So, suche in der Nähe einer Schmiede hinter etwas. Okay, Schmiede ist... Jeremy. Da gehen wir mal schnell hin. Hier den Grashaufen nehmen wir noch mit. Holz. Perfekt, brauchen wir. So, hinter einer Schmiede, da ist es doch schon. Und hier ist auch das Blatt. Okay, suche danach Nähe eines Bootes. Okay, das müssen wir noch machen. So, die Geschenke haben wir fertig, die werden wir gleich wegbringen. So, den Kaffeebecher werden wir uns noch holen. Such danach in der Nähe einer Plane. Ein Wicht hat diesen Gegenstand. Hier muss ein Wicht sein in der Nähe. Ach, da unten ist er. Komm her, du Wicht. Sehr gut, dann können wir nämlich beides gleich jetzt oben abgeben. Liegt ja auf einem Weg quasi. Ja. So. Ja, er schläft schon wieder her. Oh, ich habe mich hier verheddert. Verheddert. Du bist wirklich ein Naturtalent. Wenn ich mal nicht mehr bin, sollten sie dir den Posten des Postmeisters übertragen. Na klar. Oh, neues Rezept. Neues Rezept. Sehr schön. Und eine Anleitung, Flaschenschiff. Haben wir schon? Wir haben schon eine Anleitung für ein Flaschenschiff. Mal gucken, ob das ein anderes ist oder ob das das gleiche ist. Haben wir schon. Was machen wir mit solchen Rezepten? Kann man die verkaufen? Weil nochmal erlernen? Braucht man die ja eigentlich nicht. Ich guck mal, ob Herr Kitt die nimmt. Oder kann man sich die aufheben? Vielleicht... Ich weiß es nicht. Nee, die kann man auch nicht verkaufen. Das ist ja doof. Ich hätte sonst gesagt, wir heben uns die auf. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Multiplayer-Modus. Was ich nicht glaube, dass man sowas teilen kann, vielleicht. Ja, ja, mein Kaffee. Und keine Sekunde zu früh. Schlürf. Ah, und da macht meine Laune gleich einen Satz. Kapiert? Ein Kaffeesatz. Ah, egal. Ja, wir wissen schon, was du meinst. Und wieder ein Rezept. Mensch, heute ist Rezepttag. Anleitung, kleine Skulptur. Neugierig. Anleitung, kleine Skulptur, neugierig. Steampunk. Haben wir auch schon. Haben wir auch schon erlernt. Hm. Vielleicht sollte ich die auch erstmal wegpacken, wer weiß. So, oh, die Tiere hier unten, die haben auch alle richtig viel Hunger, sehe ich gerade. Die wollen so viel haben. Das werde ich gleich mal alles organisieren. Und einiges muss ich auf jeden Fall in Auftrag geben bei Allison. Das muss gebacken werden. Okay, ein Bagel möchte einer haben. Der möchte geröstete Früchte haben und der andere möchte hier Nussmehl haben. Okay, das kriegen wir so hin, aber den Bagel müssen wir, glaube ich, backen. Den haben wir nicht. Was ich jetzt aber machen werde... Nee, erst machen wir noch die Quest hier zu Ende. Goldenes Blatt. Zwei Stück brauchen wir noch. In der Nähe eines Bootes. Stockhügel. Stockhügel. Ich hätte gedacht, Stockhügel wären hier oben. Hier, aber hier ist ja kein Boot. Also ich hole mir jetzt mal einen Tipp. Weil ich unten schon geguckt habe. Ich möchte ja jetzt nicht normal hinlaufen und gucken. Also hole ich mir jetzt erstmal einen Tipp ab. Ich hoffe, das ist der Tipp auch mit den Stockhügeln. Bei Charlotte. Na? Ja, nach hier unten. Tatsache. Dann habe ich nicht richtig geguckt. Ach da! Oh. Okay, dann ist das doch sein... Ach nee, das ist in der Nähe eines Bootes. Stimmt, das ist ja jetzt was anderes. Davor war das ja in der Nähe eines Hauses am Strand. Okay, das hätte ich wahrscheinlich auch ohne Hilfe gefunden. Ah, ich hätte vorher mal ordentlich lesen sollen. Es war in der Nähe eines Silos hinter etwas.
Genau, Silo ist bei Meister Lee. Das weiß ich. Da gehen wir mal schnell hin und holen das. Dann haben wir die Quest nämlich auch fertig. Silo hier, genau. Hier sind die Silos. Hinter etwas. Oh, hier steht so viel. Steht so viel rum. So viele Bäume. Obstbäume. Müsste ich eigentlich mal wegbringen. Das sag ich so oft, aber irgendwie stehen die immer noch da. Gucken, wann ich das mal fertig bringe. Die umzusiedeln einfach mal. So, wo ist das Blatt? Zeig dich. Jetzt finde ich das nicht. Das ist so offensichtlich eigentlich, dass das hier ist. Und jetzt finde ich das nicht. Oh, da war noch eine Münze versteckt. Es war in der Nähe eines Silos hinter etwas. Also es ist nicht vergraben. Das muss so liegen. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Ich möchte nicht nochmal Hilfe holen. Ich sehe das wieder nicht. Typisch, ich sehe das wieder nicht. Das war so klar. Wenn ich mir jetzt einen Tipp hole. Und ich bin da schon tausendmal dran vorbeigelaufen, dann lache ich mich tot. Ich finde das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich muss mir was. Ich muss mir einen Tipp holen. Bevor ich hier ewig lange suche. Oh nein. Verdammt. Aber ich bin der Meinung, dass das hier gemeint ist mit Silos. Ich kenne keine anderen Silos. Aber der Ausdruck in der Nähe ist ja auch immer sehr weitläufig manchmal. Komm, ich hole mir einen Tipp ab. Egal. Ja. Nee. Ja, danke. Oh Mann. Okay, aber wir haben jetzt alle. Verdammt. So, dann bringen wir das mal. Francesca. Das sollte sie aufheitern. Manchmal muss das Mädel einfach etwas verwöhnt werden. Wow, auch wieder neues Rezept. Was ist denn heute los? Krass. Wir haben hier so viele Rezepte, leider einige doppelt. Besser gesagt Anleitung. Mal gucken, was das jetzt für eine ist. Die haben wir bestimmt auch schon. Haus, Anleitung zur Herstellung. Haus? Oder soll das, das ist bestimmt irreführend, ne? Das soll bestimmt heißen, dass wir das Rezept einmal im Besitz haben und nicht die... Na, ich erlerne das jetzt alles mal. Nicht, dass ich hier irgendwas falsch mache. Und dann gehe ich mal zu Jeremy gleich und gucke mir das mal an. Aber erst werde ich ein paar Quarzedelsteine in Münzen umwandeln, denn ich möchte mein Lager erweitern. 78.000 kriegen wir dafür. Wie viel haben wir jetzt? 160.000. Ja, komm, wir recyceln alle hier. Kriegen 78.000. Sehr schön, und erweitern einmal unser Lager. Aber vorher gehe ich zu Jeremy. Da muss ich mir erstmal angucken, was er da Neues hat. Oder was wir Neues haben. Wo ist denn das? Sven, dann ist das ganz unten. Kleine Skulptur. Oh, ist das süß. Die Meißelspuren sagen einiges über den Künstler aus. Das ist doch hier so ein kleiner Wicht. Der sieht ja süß aus. So, was haben wir noch? Plastschiff. Stimmt, das haben wir noch nicht. Wir haben hier das andere. Wir haben das hier. Das schwarze. Okay. Und das Haus haben wir auch nicht. Für den Städteplaner. Das ist eine Deko. Okay. Ja, cool. Also, heißt das nicht, wenn man jetzt eine neue Anleitung hat oder ein neues Rezept drin liegen hat und es steht da in Besitz 1, dann
zählt das Rezept an sich, nicht, dass wir das schon erlernt haben. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Windschulrute haben wir noch? Offen? Ich erweitere aber erstmal unser Lager. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich möchte mein Zelt verbessern. Genau. Fühlst du dich eingeengt? Ich kann dein Zelt mit 24 zusätzlichen Lagerplätzen erweitern. Das würden 200.000 alte Münzen kosten. Das Geld geht direkt an den Nationalen Geistfinderverband. Ich sehe davon keinen Cent. Okay, dann werte ich mal dein Zelt auf. Ja, mach das. Oh, was für ein wunderschönes neues Zelt. Du hast dein neues Zelt auf Stufe 7 verbessert. Wow, das sieht ja cool aus. Guck mal, es ist da mit Holz und so, Holzplanken da drunter. Cool. Und das sieht auch ein bisschen höher aus. Cool, und wir haben ein Abzeichen verdient. 2000 alte Münzen. Sehr schön. Perfekt. Ja, wir machen aber erstmal Schluss an dieser Stelle. Und machen im nächsten Let's Play weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.